Ja, herzlich willkommen zu Sascha and the Cast. Und heute bin ich nicht alleine, denn zum Super Bowl habe ich mir einen charmanten Gast eingeladen. Die Mona ist bei mir, die Gründerin der Lady Canes. Und deswegen habe ich den Football in der Hand. Und deswegen haben wir auch ein passendes Auto, Dodge Ram. Was ist amerikanischer als ein echter V8 Pickup? Mit Abstand einer der besten Motoren, der je aus der USA kam. Der 5,7 Liter V8 Hemi. Ja, was heißt Hemi? Hemi heißt, dass die Brennräume so halb kugelförmig sind, also hemisphärisch sind. Und das ist ein extrem geiler Motor. Nicht nur, weil er 350 PS hat und genug Kraft, sondern auch, man hört das hier, extrem gute Laufruhe. Ja, wenn man Gas gibt, Power, dann wackelt auch das Auto, wie sich das für einen anständigen amerikanischen V8 gehört. Aber es ist einfach ein langlebiger, sehr, sehr, sehr gut und gut haltbarer Motor. Mit bisschen Pflege, der braucht ab und zu ein Schlückchen Öl und ein bisschen Wasser. Und ja, Wasser braucht, das ist natürlich Benzin. Das ist das Einzige, was am Hemi vielleicht ein bisschen optimierungsbedürftig war oder ist. Denn im normalen Betrieb 17, 18 Liter mit Anhänger hinten dran, auch gerne mal 20. Und wenn man einen schweren rechten Fuß hat, dann werden es auch mal mehr. Kein Wunder, dass also ganz viele von den Autos mit LPG-Gasanlagen umgebaut sind. Dieser hier nicht. Und das bleibt auch so. Er ist uns schon seit so vielen Jahren treu. Er bekommt weiterhin die teure Suppe. So ein Auto willst du noch fahren, oder? Auf jeden Fall. Die einen oder anderen wissen das. Ich bin ja eigentlich eher fürs ganz runde Leder und nicht so für das Ei. Und ich glaube, wenn ich beim Football mal die Zeit hätte und die Möglichkeit hätte, dann wäre ich eher fürs Tailgating zuständig. Und dafür ist das Auto natürlich genau richtig. Man sieht, der hat sogar hier große Becherformen, wo man quasi auch die Getränke hinstellen kann. Genug Eis geht da auch rein, genug Essen und Trinken sowieso. Aber genug von mir. Das wäre mal ein Thema, oder? Super Bowl live? Boah, ja, das wäre schon ein Lebenstraum, glaube ich, mal einmal beim Super Bowl dabei zu sein. Aber extrem schwierig, ne? Ja, klar. Also da an Tickets zu kommen, ist fast unmöglich. Auch nicht mit eurer Connection über Verein und vielleicht den einen oder anderen. Du bist ja auch Repräsentant. Ja, also meine Korrespondenz in Amerika und in Mexiko, die zwei Mädels sind jetzt dieses Jahr dabei. Ja. Die haben auch beim Pro Bowl gespielt. Cool. Also waren Offense Coordinatoren bei der AFC und NFC mit Peyton und Eli Manning. Geil. Das war schon cool. Das sagt und, sogar mir was. Genau, und wenn die jetzt, also die waren jetzt gestern auf der Night of Honor und für die geht es jetzt ein spektakulär. Vielleicht ist es ja immer sagen. Möglich. Ja. Also wenn ich als Gründerin wäre, denn sonst, ja. Ne? Das wäre natürlich eine coole Sache. Aber du hast in München gespielt, als das große Event von Football in Deutschland war. Genau, wir hatten mit der Damen-Nationalmannschaft ein Showgame in der Halbzeit vom Münchenspiel. Cool. Die NFL möchte Flag Football olympisch machen und dafür versuchen die natürlich jetzt an allen Ecken und Enden den Flag Football zu pushen und auch nicht nur den Flag Football an sich, sondern auch die Frauen, den Frauensport. Und deshalb durften wir repräsentativ für Deutschland beim Munich Game die Halbzeitshow sein. Sehr geil, einzigartiges Erlebnis mit Sicherheit. Sie haben sogar den Show-Act gekippt. Also es hieß ehrlich? Erst, also Crow sollte eine Halbzeitshow spielen und der durfte dann vorm Spiel spielen und wir waren die Halbzeitshow. Ist auch viel cooler. Ist schon nett, oder? Ja, die Leute sind gar nicht zum Essen holen gegangen, die sind auf den Rängen alle geblieben. Alle da geblieben. Das ist das Beste, was du schaffen kannst. Wenn die Leute nicht in die Pause gehen, sondern wenn sie da bleiben zum Gucken. Das war ist schon cool. Wahnsinn. War ein cooles Gefühl. Sehr geil. Wir haben richtig mitgefiebert mit uns. Also und wenn ihr da hinkommt, dann kommen wir zum Tailgaten. Habe ich Lieblingsauto? Ich habe viele Lieblingsautos für verschiedene. Kommt drauf an. Also zum Schnellfahren, zum Cruisen, für keine Ahnung, was alt, was neu ist. Es kommt immer ganz so ein bisschen drauf an. Aber, wer die Wahl hat, ne? Okay, das ist tatsächlich Gott sei Dank Luxusproblem. Ja. Aber ich könnte mich echt sehr, sehr, sehr schwer auf eines jetzt fokussieren oder konzentrieren. Aber tatsächlich ist das so. Also, das Auto habe ich jetzt. Wir haben jetzt 14 Jahre. Ne? Den habe ich wirklich 2008 aus den USA geholt. 2004er Baujahr, 2008 aus den USA geholt. Und das ist echt ein Auto, was jetzt da nicht geschont wurde. Weil der war von Anfang an Zugfahrzeug für das Proven Racing Team, für unser Rallye-Auto. Den haben wir
fast 100.000 Kilometer lang mit schwerem Anhänger hinten dran eigentlich durch die Republik und alle angrenzenden Länder geholt, Autos abholen, hinsehen. Der ist echt nicht geschont worden. Und das Ding braucht keine Liebe, hätte ich jetzt fast gesagt. Das Ding braucht eigentlich wirklich nur ab und zu ein bisschen Öl, ein bisschen Wasser, die normale Verschleißsache, einmal Bremsen machen und so. Das Auto ist mega zuverlässig. Unkaputtbar. Unkaputtbar, wirklich. Also das ist echt build tough, ne? Und Dodge ist ja auch so von dem Claim her Big Toys for Big Boys. Und das ist wirklich so, das Auto ist echt unkaputtbar. Der ist deswegen so dankbar, weil der springt bei minus 30 Grad genauso an wie bei plus 30 Grad. Und dem ist das egal, ob er vorher 6 Wochen gestanden hat und so. Also das Auto ist top. Von daher, das Auto, wir haben da echte, das Auto liebe ich schon irgendwie. Weil guter Fang gemacht. Und mit dem macht wirklich einfach viel coole Storys erlebt. Egal wo, man kommt mit Allradübersetzung, Untersetzung überall raus und so. Deswegen, das Auto ist schon klasse. Also der hat sich schon 5-mal bezahlt gemacht tatsächlich. Also von daher, gehört schon zu meinen Favorites. Full-Size-Pickups bei uns, ne, meistens eher so Kerle wie ich oder so irgendwie, die damit auch dann vielleicht noch was transportieren und so alles. In den USA fährt Mama damit zum Einkaufen. Ja, ja. Völlig normal. Ja, ja. Papa fährt die Corvette oder sonst was und Mama fährt halt mit dem Ding zum Einkaufen. Weil ist halt praktisch. Gehen die 4 Kids halt rein, ne, und gehen halt die ganzen Einkäufe rein. Bei uns eigentlich mehr oder weniger eher selten, dass jetzt, sagen wir mal, ein Mädel wie du so ein Pickup dann fährt. Ne? Aber apropos, wollen wir mal tauschen, auf Bock zu fahren? Fall. Wenn wir schon drüber reden, ne? Ich lass dich nochmal hier, bevor halt ich. So, wenn du Sitz näher machen musst, unten drunter ist die Schiene ganz in der. Genau. Jawohl. Das sind wir noch. Laro, hör mal. Eine der leichtesten. Das ist das erste große Auto, das ich fahre. Genau. Auf der Bremse und dann den zu dir ziehen und einfach hier auf D und sonst musst du eigentlich nichts mehr machen. D wie Dorwärts. Ganz genau wie Dorwärts. Das geht mir wohl. Dorwärts. Manche Sachen merkt man sich einfach. Ja, ne? Ist schon 15 Jahre her. Aber ja, das bleibt hängen. Ja, große Autos ist schon. Ja, das ist schon so mein Ding. Irgendwie ist es ja auch cool, weil große Autos so ein bisschen Sicherheit verspüren sie, also versprühen sie ja auch. Ja, ne? Und du bist viel höher. Genau. Also das ist sowieso schon so ein Thema. Ne? Du hast einen guten Überblick halt eben automatisch. Ne? Die Anhängelast beim Hemi ist in Deutschland 3,5 Tonnen. Das ist eigentlich so das Maximum, was man eingetragen kriegt. Aber eigentlich darf er und kann er viel mehr ziehen. Ja? In den USA sagt man das doch umsonst. Bei so einem Hemi, da kannst du auch einen dicken Gurt um dein Haus machen und ziehst eben hinter dir her, wenn du schnell mal weg musst. Der Hemi packt alles, ja? Und zieht auch alles weg. Durch den speziellen Tow-Modus im Getriebe ändert sich die Drehzahl, je nachdem, was du hinten dranhängen hast. Und so sind 3,5 Tonnen nur als Beispiel mit einem Anhänger und einem vernünftigen Auto hinten dran überhaupt kein Problem. Auch berghoch, bergrunter auf den Autobahnen. Er passt die Übersetzung dann entsprechend so an, dass du immer komfortabel und kommod im guten Drehmomentbereich fährst, ohne die Drehzahl zu hoch zu drehen. Das mag der Motor eh nicht so genau. Dafür hat er genug Drehmoment. Und dass es sich nie so anfühlt, als würdest du was Schweres hinten dran herziehen. Danke, dass du heute dabei gewesen bist. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig. Auf keinen Fall. War mal was anderes. Sonst labere ich immer nur alleine. Heute konnte ich dich voll labern. Und wenn das Labern euch gefallen hat, dann folgt uns doch auf diesem oder unseren anderen Kanälen. Und ansonsten gilt wie immer, Benzin im Kopf, welcome Petrolheads. Macht's gut. Bis dann.